In unserem YouTube-Kanal zeigen wir regelmäßig Landwirte und Lohnunternehmer bei der Arbeit mit ihren Landmaschinen und erläutern Wissenswertes rund um die Einsätze. Manche Betriebe begleiten wir dabei schon seit einigen Jahren. So auch das Lohnunternehmen Julien Goffin aus Recht im Südosten Belgiens. Für diese neue Geschichte haben wir den Betrieb einen Tag rund um die Grünfutterernte für den eigenen Milchviehbetrieb begleitet. Es ist Anfang Juli. Julien Goffin hat sich für die Ernte Unterstützung von den Lohnbetrieben Delges und Steins geholt. Gehäckselt wird ein Gemenge aus Hafer, Sonnenblumen, Wicke und Erbsen. Die Silage daraus wird später einmal Bestandteil der Futterration der Milchkühe. Das Kleegras, welches hier als Untersaat im Anschluss aufwächst, kann dann noch 2 bis 3 Mal in diesem Jahr gemäht werden. Das Lohnunternehmen Steins hat seinen Sitz 60 Kilometer weiter nördlich, in der Nähe von Aachen, aber auf belgischer Seite. Für diesen kleinen Auftrag hat man den leistungsstärksten Feldhäcksler aus dem Fuhrpark geschickt. Der Klaas Jaguar 980 holt 884 PS aus einem mächtigen 12-Zylinder MAN-Motor mit 24,2 Litern Hubraum. Steins ist bereits seit 30 Jahren im Geschäft und im gesamten deutschsprachigen Belgien und auf deutscher Seite im Rheinland tätig. Die Flotte von Steins umfasst mehr als 20 Fendt-Traktoren und angeboten werden sämtliche Agrardienstleistungen. Julien Goffin fährt eines der beiden Abfuhrgespanne. Der Valtra T254 macht richtig gute Arbeit. Rund 1500 Betriebsstunden hat der Schlepper nach den ersten 12 Monaten im Lohnbetrieb bereits auf der Uhr. Lediglich 2 Sensoren wurden auf Garantie getauscht. Sonst gab es keinerlei Werkstattaufenthalte. Das Lohnunternehmen Delges hat seinen Standort ebenfalls in Recht. Die Kooperation mit Julien Goffin klappt gut, obwohl es einige Überschneidungen im Dienstleistungsangebot gibt. Delges hat 9 Traktoren, wobei dieser 4 Jahre alte Fendt 939 Vario mit 396 PS der stärkste ist. Vor dem Josquin Dracar wird die Power des 900er gebraucht. Das Ladevolumen des Tridem-Abschiebers mit hydraulischer Bordwanderhöhung beträgt 56 Kubikmeter. Außerhalb der Häckselsaison fährt Delges mit dem Dracar Hackschnitzel und Sägemehl. Das imposante Gespann lenkt heute Lur. Sie ist noch Schülerin, aber immer wenn sie Zeit hat, ist sie als Aushilfe bei Delges tätig. Sie fährt sonst auch Ladewagen oder das Güllefass. Ein weiterer Geschäftsbereich des Lohnunternehmers sind Erdarbeiten. Silomiete wird an der alten Hofstelle des Milchviehbetriebs angelegt. Sowohl der treue 716 Vario von Julien Goffin als auch ein JCB-Radlader von Delges stehen hier für die Walzarbeit bereit. Betriebsleiter Olivier Delges sitzt hier selber am Steuer. Werfen wir einen Blick zum neuen Stall oberhalb des Dorfes. Die Herde ist auf die geplanten 135 Milchkühe angewachsen. Juliens Bruder David hat sich mit dem Stallbau seinen Traum erfüllt. Zur Philosophie gehört für ihn der Weidegang der Kühe, wann immer es die Witterung zwischen April und Oktober zulässt. Juliens Freundin Cynthia hat sich parallel mit der Hofmolkerei selbstständig gemacht. Bereits seit Mitte 2019 werden in unmittelbarer Nähe zum Stall Vollmilch und Joghurt in verschiedenen Sorten hergestellt und abgefüllt. Auch die Produktion von Käse hat begonnen.
Ein Großteil der Geschäfte im deutschsprachigen Belgien hat die Produkte bereits ins Sortiment aufgenommen. Unterdessen hat Julien den Scheutemarker abgehängt und die Klaas-Mähkombi angebaut. Das Mähwerk mit Aufbereiter wurde gebraucht gekauft. Bislang eine richtig gute Investition, ohne Überraschungen. Die Arbeitsbreite des Mähwerks beträgt 8,50 Meter. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach Aufwuchs bei rund 10 km/h. Der Valtra kommt mit dem Disco gut zurecht. Und die Rückfahreinrichtung hat Julien Goffin genau für diese Jobs beim Traktor mitbestellt. Bei diesem Auftrag verbraucht der T254 etwa 21 Liter pro Stunde. Das Lohnunternehmen Julien Goffin bietet mittlerweile rund ums Grünland ein breites Dienstleistungsangebot. Begonnen bei der Wiesenpflege und Nachsaat, die wir im Video bereits vorgestellt haben, bis zu den Erntearbeiten mit zwei Rundballen, Presswickelkombis und Ladewagen. Am frühen Abend schauen wir uns noch eine der Neuanschaffungen des Lohnbetriebs im Einsatz an. Nachdem die Kompostierarbeiten, welche wir im vorherigen Kurzfilm vorgestellt haben, bei der Kundschaft sehr gut ankommen, wurde nun auch in einen Miststreuer investiert. Mit einer Streubreite von rund 15 Metern kommt der 16 Kubikmeter Streuer von Josquin nun bei den meisten Landwirten zum Einsatz, die zuvor mit dem Kompostwender bedient wurden. Eine runde Sache. Schon bald setzen wir die Kurzfilmreihe rund um das Lohnunternehmen Julien Goffin aus Ostbelgien mit einer Geschichte vom Wegebau fort. Abonniert also diesen YouTube-Kanal, um die Fortsetzung nicht zu verpassen. Und besucht natürlich die Internet- und Facebook-Seite von Julien Goffin für weitere Informationen zu seinen Dienstleistungen.